Eine neue Deck für Podcast-Folge fängt gleich an. Diesmal habe ich schon alles vorbereitet. Das Einzige, was ich starten muss, ist mein Musikplayer. Testen, ob der Sound funktioniert. Der funktioniert natürlich. Die Stopwatch. Stopwatch ist übrigens, ich glaube, eines der ältesten Programme, was es derzeit in Debian gibt, für Leute, die es interessiert. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus wie, TCL, ja, und TK als Oberfläche. Genau, TCL und TK benutzt das als Oberfläche noch. Version 3.5 von dem 23.06.2004. Funktioniert aber ziemlich gut, diese Stopwatch. Also, wenn einer mal eine modernere programmieren möchte, habe ich nichts dagegen, das mal zu machen. So, jetzt legen wir aber los, damit ich nicht wieder allzu lang in Zeit verplempere. A-Record benutze ich dafür, beziehungsweise ein extra Skript, was ich mir gebastelt habe, was A-Record benutzt, um auf mein Soundinterface zuzugreifen. Und das ist die Folge 479. Okay, 3, 2, 1, 1. Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal habe ich natürlich wieder sehr interessante Themen vorbereitet. Aber es heißt ja immer aus Sicht eines Linux-Nutzers, wir haben irgendwie in dieser Folge ganz, ganz viele Windows-Themen vorbereitet. Zumindest sind die so aufgeschlagen in dieser Woche. Zum einen hat Berlin ein Problem wahrscheinlich mit Windows-Versionen, mit alten Windows-Versionen. Wir schauen uns an, worum es dabei geht. Windows macht dann auch noch eine große Umstellung, die den einen oder anderen, der vielleicht mal so einen USB-Stick mal immer wieder benutzt, dazu führen könnte, dass er jetzt entweder das Leben einfacher hat oder ein bisschen was schwieriger hat. Da müssen wir mal schauen. Sie machen nämlich das unsichere Entfernen von USB-Datenträgern zum Standard, was ich irgendwie ja problematisch finde. Aber reden wir gleich noch drüber. Dann bleiben wir direkt bei Microsoft und kommen zur DSGVO, denn dort wird überprüft, ob die EU-Verträge mit Microsoft nicht ein DSGVO-Verstoß sind. Und das ist, glaube ich, auch eine interessante Geschichte. Und dazu anschließend werde ich auch noch mal kurz erwähnen, da gab es so eine coole Dokumentation, die ich auch schon, glaube ich, letztes Jahr erwähnt hatte, die man sich unbedingt anschauen kann. Bleiben wir so ein bisschen bei Microsoft, aber machen hin den Schwenk zu Linux und es geht um Windows ARM Notebooks. Es gibt ja einige Windows Notebooks, die mit einem ARM-Prozessor ausgestattet worden sind, wo Microsoft mit ARM oder mit Qualcomm, nicht mit ARM, sondern mit Qualcomm zusammengearbeitet hat, um die Prozessoren so zu optimieren, dass ihr Windows da irgendwie drauf laufen kann. Und jetzt hat sich Fedora gedacht, ja, wenn wir solche Laptops schon haben, warum nicht auch nutzen? Und haben in dem Fall schon mit der Portierung von einigen Windows-ARM-Notebooks begonnen, sodass halt eben in Zukunft wahrscheinlich dann auch Fedora ohne Probleme auf diesen Windows-ARM-Notebooks laufen wird. Dann machen wir jetzt noch einen kompletten anderen Schwenk in Richtung Smartphones. Ich hatte ja bereits in dieser Woche einen TechView-Vlog gemacht zu solchen Kamera-Smartphones und dort vor allen Dingen dann auch, Oppo Reno angesprochen gehabt, so als Beispiel. Und jetzt gibt es von Samsung eine neue Serie von Smartphones, die sich vor allen Dingen auch auf Kameras fokussiert und dort eben das Flaggschiff-Modell A80, das mit einer Flip-Kamera für Selfies daherkommt. Und wie das Ganze denn funktioniert, das schauen wir uns dann auch nochmal genauer an. Dann gibt es wieder die Kategorien in dieser Woche. Wir haben Netzpolitik. Julian Assange wurde in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen. Dann haben wir die Pfeife der Woche. Das ist in dieser Woche Österreich geworden. Warum? Müsst ihr dranbleiben, damit ihr das hört, warum Österreich die Pfeife der Woche ist. Gerade die österreichischen Zuschauer werden jetzt sich verwundert die Augen reiben wahrscheinlich oder die Ohren. Und dann haben wir Selfish der Woche, das ist diesmal Advanced Camera. Ich habe immer darüber gesprochen, ich glaube auch schon mal angekündigt, da mal so ein Vlog drüber zu machen oder einen Selfish OS Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe, ich glaube nicht, müsste ich mal machen. Aber auf jeden Fall in dieser Woche möchte ich das euch auch nochmal kurz vorstellen in Deutsch für die Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind oder die einfach mal erfahren möchten, einfach mal schmackhaft das Ganze gemacht bekommen haben wollen, auch so ein bisschen
ja, audiomäßig drüber. Aber apropos audiomäßig, irgendwie habe ich gemerkt, dass dieser Videostream, den ich letztes Mal aufgezeichnet habe mit dieser kleinen Kamera, mit der, meiner Sony Action Cam, doch irgendwie angekommen ist, weil die Klickszahlen sind, haben sich verdoppelt. Also ja, nicht ganz verdoppelt, aber sagen wir mal so, es sind etwa 10 Leute mehr geworden als normal. Und wenn man von wenig anfängt, also ich habe im normalen Fall etwa so 38, 35 Leute, die diesen TechView-Podcast auf YouTube anklicken, um den zu hören. Wie viele Leute den runterladen und per RSS-Feed abonniert sind, ich gehe mal davon aus, das sind deutlich mehr. Weiß ich leider nicht, aber auf YouTube sind es halt so nur 38, aber da habt ihr halt nur so ein Standbild und dann bewegt sich da irgendwie so eine Wavelinie mal hin und her. Ich dachte, ja, wäre vielleicht interessant, sowas mal zu machen für die Leute, die auf YouTube irgendwie zuschauen oder ja, zuhören wollen, aber das ist natürlich nicht für jeden etwas. Und aus dem Grund habe ich gedacht, reiche ich nicht einfach auf, ich habe jetzt eine Action-Cam, die kann unendlich quasi aufzeichnen, bis der Akku leer ist. Ich hoffe, der Akku wird nicht so schnell leer. Kommt an. Also über 50 Leute haben sich das letzte Video angeschaut auf YouTube. Deshalb gehe ich von aus, wenn ich so ein Video-Content mache, wo ich auch selber zu sehen bin und was quatsche, scheint das wohl interessanter zu sein als nur einfach eine leere Grafik mit den Themen. Gut, also dazu, falls ihr Advanced Camera beispielsweise als nächste Woche auch ein bisschen was sehen wollt, ich werde das hier mal in die Kamera reinzeigen. Das wird natürlich nicht detailliert sein, wie beispielsweise ein Selfish Jazz Podcast, aber zumindest vom Ansatz her kann man da durchaus was sehen. Fangen wir an mit den Themen. Berlin hat Probleme mit alten Windows-Versionen. Und zwar geht es dabei um Windows 7-Versionen, denn dort ist das Supportende jetzt eingeleitet und die FDP rechnet damit, dass es jetzt Chaos in Berliner Behörden geben wird, weil bis Ende November soll eben die Verwaltung komplett auf Windows 10 umgestellt werden. Das kann einfach nicht möglich sein, weil bislang laufen nur 2,6% der Behörden-PCs mit dieser neueren Windows-Version, die halt eben noch supported wird. Und das ist quasi praktisch unmöglich, nicht umsetzbar, 78.000 Rechner bis zum 30. November diesen Jahres dann wirklich auch umzustellen. Das sagt die FDP. Ich muss dem Ganzen zustimmen. Ich bin auch relativ sicher, ich bin sogar erstaunt, dass sie überhaupt schon Windows 7 haben. Ich hätte vielleicht mit diesem erweiterten Windows XP Support gerechnet, der übrigens auch jetzt irgendwann eingestellt worden ist, glaube ich, oder jetzt in Kürze eingestellt wird. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Windows 7 ist es der offizielle, das Ende des Supportes, das Auslaufen des Supportes ist der Jahresanfang 2020. Das heißt, man hat noch so ein bisschen mehr Übergangszeit. Aber ist klar, man will sich das natürlich nicht zu Weihnachten antun, die ganz großen Änderungen und so weiter und so fort. Es gibt zwar noch weiterhin dann die Möglichkeit, aber das ist Berlin. Berlin ist doch immer knapp bei Kasse, sagen wir mal so. Oder im Minus, könnte man auch sagen. Und dass die jetzt dann auch noch Windows 7 vielleicht noch länger supportet haben wollen, dann müssten sie ja da extra für bezahlen. Das geht dann als kostenpflichtiger Update-Support bis zum Januar 2023. Aber ja, das gilt auch dann nur für Windows 7 Professional und Enterprise. Und die Frage ist, ob die sich das so besorgt haben oder ob da sich einer einfach 0815 Windows 7 Lizenzen besorgt hat. Das ist halt eben die Frage. Man arbeitet allerdings, so heißt es offiziell, Zitat, es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass Aufwendungen für eine Supportverlängerung entstehen, da alle Behörden im Land Berlin an einer fristgerechten Umsetzung bis zum 30.11.2019 arbeiten. Ja, habe ich dafür einen Sound? Ich glaube, ich habe keinen richtigen Sound dafür. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Und das werde ich jetzt machen, das wird nicht klappen. Bin ich mir relativ sicher, dass das nicht klappen wird. Denn die haben halt einfach zu wenig IT-Leute und es wird auf die IT-Leute nicht gehört. Und manchmal fühlt man sich als IT in so einer großen Behörde oder Stadt oder Land dann irgendwie als... Und dann wird es dann später heißen, wenn halt irgendwie das Ganze nicht funktioniert hat und dann Steuergelder dafür aufgewendet werden müssen, um diese kostenpflichtigen Updates zu besorgen. Entschuldigung. Das ist dann aber leider zu spät. Nun ja. Es ist mir ein Rätsel, wie das nicht vorher erkannt werden kann. Das Supportende von Windows 7 ist doch mindestens 3-4 Jahre vorher schon klar, wann das sein wird. Und dass man da nicht eine Planung machen kann,
dass man vielleicht schon mal ein Jahr vorher umsteigt auf ein neues Betriebssystem, damit man so ein Jahr Restzeit hat, um zu gucken, was für Programme laufen denn noch, was für Probleme gibt es, was für Programme laufen nicht mehr, welche Programme müssten eventuell geupdatet werden oder man müsste mit dem Hersteller reden, damit die Kompatibilität hergestellt werden kann. Ich weiß nicht, ob da 0815 Programme verwendet werden oder ob es spezielle Behördensoftware ist, die da verwendet werden muss und die vielleicht von einem lokalen Anbieter ist und die muss dann eventuell auf die neue Windows-Version angepasst werden. All das hätte man sich ersparen können, wenn man halt eben früher schon angefangen hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wie bei so Schülern vor dem Test. Die warten auch immer bis zum letzten Tag, bevor sie anfangen zu üben. Kenne ich ja von meiner Zeit auch. Aber das ist ja, hier geht's ja um Steuergelder. Hier geht's ja nicht um das eigene Geld, was man da verschwendet, eventuell, wenn es schief geht, sondern das Fremdgeld, also das von Leuten, von uns allen, Steuerzahlern. Also von mir jetzt nicht, weil ich nicht in Berlin wohne, Gott sei Dank, aber von Leuten, die jetzt in Berlin zum Beispiel wohnen. Na, vielleicht wird es durch die Hintertüren auch wieder nach Berlin landen, mein Steuergeld, aber das, naja, schauen wir mal. Also, 2022 von 77.731 Rechnern umgestellt. Das heißt, man hat es bisher nur geschafft, 22 Rechner umzustellen. Das ist schon ein mageres Zeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ja, bin mal gespannt, wie sie das haben, wie sie das handhaben wollen. Und ja, es wird, ich bin mir relativ sicher, nicht rechtzeitig gelingen und das sieht dann fast genauso aus wie der Umstieg von Windows XP auf Windows 7. Da haben bereits schon die Berliner gezeigt, dass sie keine Ahnung haben, wie man so eine Umstellung macht. Sie mussten dann halt eben Ende 2014 dann auch noch mit 38% Rechnern arbeiten, die Windows XP nach dem Supportende dann irgendwie benutzt haben immer noch. Das heißt, ja, sie mussten dann tatsächlich die richtig teuren Microsoft-Support-Verlängerungen nachkaufen für Windows XP. Und ja, aktuell hat man es noch nicht mehr geschafft, die ganzen Windows XP-Rechner auszusorten. Und ich habe gerade gesagt, Windows XP hat auch das Supportende schon erreicht. Und es arbeiten immer noch 26 Rechner der Senatsverwaltung zum Beispiel mit Windows XP und keiner davon ist zwar an das Landesnetz angebunden, aber trotzdem, das ist schon richtig, richtig beschämend und ich weiß nicht, hier in Deutschland in Sachen Technologie, wir rücken nicht vor, wir bleiben aber noch nicht mal stehen, sondern wir rücken zurück, dadurch, dass die anderen alle vorrücken und wenn wir nicht mitmachen, bleiben wir da. Also das geht nicht, das darf nicht sein, aber na gut, das ist Berlin, die kriegen es ja noch nicht mal hin, einen Flughafen vernünftig aufzumachen. Dann habe ich ja jetzt letztens auch wieder gehört, dass hier wahrscheinlich wieder verschoben wird, weil sie es immer noch nicht hinbekommen haben, die Kabel da ordentlich für die Feuerleitung zu legen und die Türen gehen immer noch nicht auf und zu automatisch. Also Leute, es ist wirklich schon peinlich hier, für ganz Deutschland sogar. Nun ja, bleiben wir beim Thema Windows 10. Selbst wenn man dann auf Windows 10 aktualisiert, ist das halt nicht immer so eine gute Idee, weil Microsoft ja auf die Schnapsidee kommt, ja, wir wollen ja jetzt sowas, was wir mit Windows XP eigentlich machen wollten, also ständig Updates und Aktualisierungen für das Betriebssystem verteilen, sodass man halt kein großes Update, dass es kein Windows 11 mehr geben muss. Aber sie machen dann auch natürlich nicht nur gute Änderungen, sondern sie machen auch wieder Updates, die alles kaputt machen. Und ich glaube, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon von berichtet. Und jetzt gibt es auch wieder Berichte davon, dass auch immer die, gerade in großen Firmen, also die sich diese Enterprise-Versionen oder die Workstation-Versionen oder wie sie alle heißen, das von Windows 10, besorgt haben, dann auf einmal nach dem Update gar nichts mehr geht. Alles kaputt geht und man dann halt, gerade die, die darauf angewiesen sind, dass das Teil eigentlich 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche, vielleicht sogar 7 Tage die Woche einfach läuft, funktioniert einfach nicht. Oder nach dem Update geht dann halt einfach gar nichts mehr. Und wenn man Pech hat, hat man halt so einen Teil, wo man gezwungen wird, das Update zu installieren als normaler Benutzer. Und falls man dann eine spezielle Anwendung hat, die dann auf einmal nicht mehr funktioniert, ärgert man sich ja. Aber gerade bei Firmen ist es ja noch ärgerlicher. Und da verstehe ich dann überhaupt nicht, dass die Firmen dann weiterhin noch Geld in den Rachen von Microsoft schmeißen, wenn dann einfach klar ist, dass diese Update-Politik von Microsoft einfach für den Arsch ist. Das muss man einfach ganz so klar und deutlich so sagen. Schaut euch mal meine TechView-Podcast-Folgen an und ich glaube, es ist schon 2 oder 3 Jahre hintereinander Microsoft als Pfeife des Jahres gewählt worden, weil sie immer wieder geschafft haben, Updates rauszuhauen, die einfach das Betriebssystem kaputt gemacht haben. Für Otto-Normal-Anwender, aber natürlich für Enterprise-Anwender genauso. Also komplett kaputt heißt in dem Fall nicht bootbar. Auf einmal funktioniert das, also kann nicht mehr gebootet werden, muss irgendwie repariert oder neu installiert werden. Oder es funktionieren essentielle Teile des Betriebssystems einfach nicht, wie der Drucker-Support oder sowas.
mir ein Rätsel, aber ganz klar ist, dass Microsoft halt einen großen Stellenabbau auch betrieben hat, auch in der Windows-Szene, würde ich mal sagen, und das halt eben jetzt dann wohl wahrscheinlich auch in Sachen Support dann sich deutlich zeigt, dass Microsoft einfach nicht hinterherkommt mit der ganzen Geschichte. Bleiben wir aber beim Thema Microsoft und kommen wir zu einer neuen Schnapsidee von Microsoft. Sie wollen USB-Sticks Zukunft nicht mehr sicher entfernen lassen müssen. Was heißt denn das jetzt nun? Nun, ihr kennt es eventuell von Linux-Distributionen, da muss man, wenn man so einen USB-Stick reinsteckt, wenn man so einen USB-Stick einfach reinsteckt in so einen Rechner, dann wird er, muss er eingebunden werden. Und bevor man den raussteckt, den zieht man nicht einfach raus, sondern wenn man auch Daten gruppiert hat, löst man die Einbindung auch wieder. So heißt es auf Deutsch. Unmounten heißt es auf Englisch. Im Grunde genommen macht Windows genau das Gleiche. Beziehungsweise kann eben das Gleiche machen oder man wird bei der aktuellen Windows-Version immer noch darauf hingewiesen, dass man das so machen sollte. Das heißt, man zieht den Stick nicht einfach, wenn man die Datei kopiert hat, raus, weil halt eben die Datei nicht direkt auf dem Stick landet, sondern sie in einen Zwischenspeicher erst einmal landet und dann Stück für Stück auf den USB-Stick geschrieben wird, sodass halt der Kopierdialog etwas schneller vonstatten geht. Aber auch natürlich, also so ein Schreib-Cache, Lese-Cache gibt es halt eben für I.O., für Input-Output-Geräte. Dazu zählt halt eben auch so ein USB-Stick. Und deshalb sollte man den USB-Stick nie einfach so abziehen. Und Microsoft hat dann auch eine Warnung drin, die einem sagt, wenn man das macht, bitte nicht machen, weil sonst gehen Daten verloren. Und wenn man es also korrekt machen möchte, hat man in der Systray, also in der Systemleiste, ein Icon, was man anklicken kann und das heißt dann sicher entfernen. Und dann kann man so einen USB-Stick sicher entfernen. Das gilt nicht nur für USB-Sticks, sondern es gilt auch für USB-Festplatten oder andere USB-Geräte, die eingebunden werden, dass man die auch sicher entfernen kann. Und das will Microsoft jetzt abschaffen mit der neuen Version 18.09 von Windows 10. Wollen sie tatsächlich das Standardverhalten des Betriebssystems an das typische Nutzerverhalten anpassen, weil der Nutzer einfach sagt, oh, so kopiert, also ziehe ich ab. Ich halte das für problematisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, Umerziehungsmaßnahmen bei Nutzern haben noch nie so richtig gefruchtet. Deshalb ist das immer schwer zu sagen. Aber dieses Quick Removal Feature, so nennt sich das Microsoft auch, soll jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, in der Computerverwaltung kann man das sogar auch jetzt bereits schon einstellen, wer das machen möchte. Und das wird in Zukunft einfach geändert. Das heißt, dass man einfach das jetzt standardmäßig, dieses Quick Removal Feature aktiviert hat. Und dann, wenn man das nicht haben möchte, kann man das ändern. Also für Enterprise macht es eventuell sicher Sinn, dann zu sagen, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Backup mache oder sowas, dann ziehe ich nicht einfach raus und dann mache ich es richtig mit gerade vernünftigen Speichermedien. Vernünftigen Speicher mit Backup-Medien, sowas. Ihr kennt ja Backup-Medien, das sind teilweise sogar Bänder noch. Diese Schreibcache-Geschichte hat natürlich dann auch den Nachteil, wenn man das abschaltet, dann wird dieser Schreibcache auch irgendwie abgeschaltet. Das heißt, in anderen Worten, es wird synchronisiert auf den Datenträger geschrieben. Das heißt, wenn ihr Dateien auf dem USB-Stick kopieren wollt, ist das gefühlt jetzt viel, viel langsamer. Mit der neuen Windows 10 Version und den neuen Windows 10, weil es halt eben tatsächlich die Daten schreiben muss auf den USB-Stick und dann sicher sein muss, dass die geschrieben worden sind, weil der Nutzer ja jederzeit den Stick rausziehen kann und man dann natürlich gewährleisten möchte, dass die Daten da auch schon drauf sind, weil das halt eben jetzt das Standardverhalten ist. Ja, die Standardrichtlinie entspricht dann eben dem der gängigen Praxis der Anwender, sagt Microsoft und möchte dann halt einfach, ja, für USB-Stick zumindest, wie es bei anderen Gerätetypen aussieht, ob das da überhaupt unterschieden werden kann, möchten sie dann halt eben, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen wurde, die Möglichkeit geben, dass Leute den USB-Stick einfach rausziehen können. Einerseits wirklich ein Convenient-Feature, würde ich sagen. Andererseits halte ich das für was problematisch, weil es gibt ja nicht nur Windows-Rechner, es gibt auch Linux-Rechner und es gibt macOS-Rechner und die haben dieses Feature standardmäßig nicht, sondern dort muss man tatsächlich die Datenträger ausbinden oder die Einbindung lösen, also unmounten. Ansonsten kommt es zu Datenverlust. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, wenn Microsoft das jetzt ja praxistauglich umsetzen möchte, kann es in Zukunft so sein, dass eventuell auch Diskussionen auftauchen auf Linux-Foren und bei macOS eventuell auch, dass man vielleicht auch Daten synchron auf dem USB-Stick draufschreibt, sodass halt der Nutzer einfach später den USB-Stick rausziehen muss und nicht mehr rausziehen kann und nicht mehr eben die Einbindung lösen muss. Und das halte ich für ein bisschen dumm, sagen wir mal so, dass Microsoft das jetzt ändern möchte. Ihr könnt mir natürlich schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, einfach unten im Kommentarbereich reinposten. Aber ich finde das Ganze irgendwie so ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar,
das ganze Einbinden und Ausbinden kommt vielleicht von noch Disketten und Minidiscs und MO-Discs und ZIP-Discs und wie sie alle heißen. Aber trotzdem ist das, glaube ich, immer noch eine wichtige Sache. Auch bei beschreibbaren CDs oder DVDs kann man die nicht einfach rauswerfen, sondern man muss sie einfach das Schreiben beenden und dann kann man sie rauswerfen. Und das jetzt zu ändern bei USB-Sticks und bei Festplatten und so weiter, USB-Festplatten, ich weiß nicht. Also ich hätte eher gesagt, wir bleiben bei dieser Sicher-Entfernen-Geschichte weiterhin und machen vielleicht dieses Tray-Icon, was dafür verantwortlich ist, ein bisschen was mehr verständlich und besser verständlich. Eventuell sogar, dass man so weit geht, dass man sagt, man macht das wie bei wie es beim Mac oder bei Linux auch funktioniert, wo man dann halt eben auf dem Desktop angezeigt bekommt, dieses neue Symbol für das Icon und dann dort die Möglichkeit hat, mit dem Rechtsklick zu sagen, auswerfen. Oder man in dem SysTray-Icon sowas wie beim KDE Plasma Desktop hat, wo man alle Laufwerke aufgelistet bekommt und einen einfachen Knopf zum Auswurf dann einem bereitsteht. Das wäre vielleicht auch eine gute Methode, anstatt ein einfach simples Menü, soweit ich das weiß, ist es ja bei Windows 10 auch immer noch dann nur anbietet mit einem Icon, was man sowieso irgendwie nie braucht, weil man wahrscheinlich da nie so richtig hingeschaut hat. Deshalb, hätte ich es mir anders gewünscht, aber ja, wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Bleiben wir beim Thema Microsoft und kommen wir zur DSGVO. Den Datenschützer untersuchen jetzt, ob die EU-Verträge, die mit Microsoft geschlossen worden sind, der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Dazu hat die EU-Datenschutzbehörde EDPS die Untersuchung angenommen und aufgenommen, meine ich, und möchte jetzt die EU-Dienststellen untersuchen, die mit Microsoft einen Vertrag haben. Und die wollen vor allen Dingen schauen, wie eben die Überwachung und Durchsetzung des Datenschutzes in der Europäischen Union, wie das umgesetzt wird, auch bei den Verträgen, wo Microsoft ja fast überall gegenwärtig ist in diesen EU-Institutionen. Denn Microsoft-Produkte und Dienstleistungen sind da fast überall einsatzbereit und einsatzfähig. Und sie verarbeiten dadurch natürlich auch persönliche Daten. Und das ESPS will deshalb nun erst einmal erfassen, welche Produkte und Dienstleistungen von Microsoft bei der EU überhaupt im Einsatz sind. Weil das ist ja auch eine interessante Idee, das weiß keiner. Also man hat einfach irgendwas eingekauft und keiner hat so einen Gesamtüberblick, was da überhaupt an Produkte alles im Einsatz ist. Und dann möchte natürlich die Datenschutzbehörde auch feststellen, ob diese Regelungen, die man da getroffen hat und Anforderungen des Vertrages, ob die überhaupt mit der DSGVO vereinbart werden können. Und falls nicht, müsste es natürlich dann zu Änderungen führen oder man müsste sich in andere Produkte dann anschauen. Und das könnte ziemlich interessant sein. Vorbild ist hier die Niederlande. Die hat im November 2018, dort hat die ESPS bereits eine Untersuchung durchgeführt und im niederländischen Justizministerium zum Beispiel. Und die hat zum Beispiel beim Einsatz der Enterprise-Version von Microsoft Office in Behörden zahlreiche Verstöße festgestellt gegen die DSGVO. Und das hat halt dazu geführt, dass halt eben Änderungen durchgeführt werden. Und vor allen Dingen hat man dort bemängelt, dass die Microsoft Office-Version systematisch Daten in großem Umfang erhebe und ohne die Nutzer dann darüber zu informieren, dass solche Daten erhoben werden. Und die Nutzer haben auch gar keinerlei Möglichkeit, die Datenerhebungen zu kontrollieren. Das ist bei Microsoft Office. Ich weiß, bei Windows 10 gibt es halt sehr, sehr viele Häkchen, die man anklicken kann und sehr, sehr viele Sachen, die man aus- und anschalten kann, um zu sagen, wie viele Daten an Microsoft gesendet werden sollen oder nicht. Bei Office gibt es sowas anscheinend nicht oder zumindest nicht in der Version, die dort in den Niederlanden eingesetzt worden ist. Was ich empfehlen kann zu der ganzen Geschichte, wer so ein bisschen einsteigen möchte, Microsoft überall, zumindest in der EU, dem kann ich das Microsoft-Dilemma nahelegen. Ich werde das auch verlinken. Das ist ein sehr, sehr spannender Dokumentationsfilm. Ich glaube von der ARD. Lasst mich nicht lügen. Lasst mich mal schauen. Ich ziehe das mal in meinen Browser, um zu gucken, von wem das Ganze ist. Ich meine, es ist die ARD gewesen. Die ARD hat diese Dokumentation veröffentlicht. Und
Das könnt ihr euch anschauen. Ich verlinke das zu einem YouTube-Video, nicht zum Original ARD, weil in der Mediathek, glaube ich, ist es nicht mehr zu finden. Ansonsten könnt ihr in der Mediathek auch nochmal suchen. Microsoft Software sicher für Europa heißt da die Frage, oder Microsoft Dilemma. Danach könnt ihr suchen. Und da geht es zum nächsten Mal ganz allgemein dazu oder darum, warum Microsoft und wieso Microsoft überall verwendet wird. Aber dann geht es auch um Behörden in Deutschland, aber auch in der EU und Institutionen in der EU und warum da keine Ausschreibungen stattfinden, beispielsweise für eben, EU ist ja dafür bekannt, überall Ausschreibungen für jeden kleinen Furz. Du willst einen neuen Bürgersteig zementieren oder was, musst du eine EU-Ausschreibung machen. Aber wenn es um so Software geht, dann wird keine Ausschreibung gemacht, dann wird direkt bei Microsoft angeklopft und dann wird jeder Preis gezahlt, der irgendwie von Microsoft verlangt wird. Und das nicht, aus meiner Sicht zumindest. Also sehr spannende Dokumentation, sind etwa 45 Minuten, die ihr euch auf jeden Fall anschauen könnt. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Zeigt die Problematik deutlich an und jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, dass es immer wieder diese Public Money, Public Code Geschichten gibt oder ähnliche Ansätze, wo man also sagt, wenn man mit Steuergeldern schon etwas fördert, dann soll eben der Code, der da rausfällt, auch Open Source sein, frei sein, für die Bürger einsehbar sein und auch benutzbar sein. Und in dem Fall soll es halt eben in Sachen Transparenz auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, was wird mit meinen persönlichen Daten gemacht, wenn ich es auf einem Microsoft Windows Betriebssystem laufen lasse, mit einem Microsoft Office System? Da möchte ich da auch reingucken können und wissen können, was mit meinen Daten passiert und was da gemacht wird. Und ja, das ist halt auch, glaube ich, im Zuge der Geschichte ziemlich interessant. Das also meine Anguckempfehlung für alle die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ansonsten lohnt sich auch nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen. Bleiben wir mal so ein bisschen bei Microsoft und machen den Schwenk hin zu einer Linux-Distribution, zu einem echten Linux-Thema, auch wenn es Fedora ist. Und ihr wisst, ich bin kein großer Fedora-Fan. Muss ich das noch begründen? Ihr habt ja meine Tests gesehen von den letzten Fedora-Versionen, wo ich einfach gesagt habe, Fedora ist sehr ignorant, was User-Features angeht und bietet halt Features, die nicht funktionieren, seit über 10 Jahren schon an. Und wenn da einer rummeckert, dass die immer noch nicht funktionieren, dann wird einfach gesagt, ja, ist doch dein Pech dann. Pech. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen übel aufstoßt. Naja, aber bleiben wir bei Red Hat und dem Community-Projekt davon, also Fedora. Und schauen wir uns die ARM-Unterstützung an. Fedora ist ja auch bekannt dafür, dass sie seit letzter Zeit ARM-Geräte unterstützen und jetzt haben sich eine besondere Gerätekategorie in dieser ARM-Welt rausgesucht, nämlich die Windows ARM Notebooks. Denn Microsoft hat zusammen mit Qualcomm einige Notebooks auf ARM-Prozessorbasis entwickelt, wo dann so ein Windows 10 in der speziellen Version lauffähig ist. Und das will jetzt Fedora sich zunutze machen, weil diese Plattform ist ja im Großen und Ganzen irgendwie standardisiert in einer Form. Das ist zumindest größer standardisiert, als man das eben bei vielen, vielen anderen ARM-Boards oder sowas hat. Habe ich hier gerade so ein ARM-Board, ist leider gerade angeschlossen. So ein ARM-Board oder sowas, die sind wenig standardisiert. Man muss für Linux einen eigenen Kernel dafür haben. Man muss für den Grafiktreiber einen eigenen Treiber haben. Das ist alles Murks, das ist Binärtreiber. Dieser Blob läuft dann nur mit einer bestimmten Kernel-Version, die einfach schon 10 Jahre alt ist, und das ist alles nervig und ja, sehr, sehr schwer. Microsoft hat aber versucht, da eine Tür reinzubekommen, und Microsoft hat natürlich auch Gewicht so ein bisschen und hat dann Qualcomm dazu bewegt, halt so eine Art, ja, ein bisschen was an Standards zu machen, sodass man halt irgendwie so ein normales Desktop-Betriebssystem auf so ein ARM-Gerät laufen lassen kann und man so ein bisschen Feeling für so ein normales Desktop-System darauf bekommt. Auch was die Kompatibilität angeht. Und das will sich jetzt Fedora zunutze machen. Und sie haben dann zusammen eben mit einigen Red Hat-Angestellten jetzt per Twitter mitgeteilt, dass man ein Team zusammenstellen möchte und zusammen mit einer kleinen Community arbeiten möchte, dass eben auch Fedora in der Community-Distribution von Red Hat halt eben auf diesen Laptops lauffähig wird. Jetzt ist die Frage, ist das vielleicht eine Planung auch von Red Hat, dass sie vielleicht in Zukunft planen oder zumindest mit dem Gedanken spielen, dass wir in Zukunft eventuell auch diese Windows ARM Notebooks an Hersteller ausliefern, an große Unternehmen ausliefern und dann Red Hat draufpacken können? Wäre vielleicht eine Idee, oder zumindest hat man das vielleicht im Hinterkopf und denkt sich jetzt so, ja, wir sollen uns vielleicht mal ein bisschen drauf vorbereiten, wir unterstützen die Community so ein bisschen dabei, dass sie das irgendwie hinkriegt. Und das könnte dann doch ziemlich interessant werden. Es gibt, und Hintergrund an der ganzen Geschichte war die sogenannte Connect-Konferenz. Das ist eine Konferenz für Industrie- und Entwicklervereinigungen. Und dort hat sich vor allen Dingen dann halt auch die Open-Source-Softwareentwicklung auf verschiedenen Embedded-Hardware-Geräten
getroffen und hauptsächlich dann halt eben mit Armsocks sind diese ganzen Dinger ausgestattet und die haben dann halt so ein bisschen, Lenaro ist glaube ich so eine bekannte Entwicklervereinigung, die haben halt so ein bisschen so lose Standards, könnte man sagen, und sie haben jetzt halt eben dort auch die sogenannten Arch 64 Laptops vorgestellt, also das sind 64-Bit Armsocks, die eben auch mit Linux laufen sollen. Es gibt da einige, die ROG64-Geschichte beispielsweise ist auch so ein Arch64-Architektur-Laptop. Aber es geht jetzt tatsächlich hier um die Geräte, die vor allen Dingen eben mit Microsoft Windows ausgeliefert worden sind, wo Microsoft mit Qualcomm zusammengearbeitet hat, um die ausliefern zu können mit ihrem Windows. Und dort gibt es doch bei diesem, ja jetzt gerade erst mal gestarteten kleinen Projekt schon einige sehr interessante Ergebnisse, die erzielt worden sind. Normalerweise, wenn so ein SoC rauskommt und ein Armboard rauskommt, dauert das so ein bisschen was, bis da verschiedene Linux-Distributionen drauf laufen. Und wenn es dann mehrere sind, dann dauert es noch länger. Jetzt sind aber tatsächlich doch schon einige Portierungen, die lauffähig sind, also Linux-Desktops, die bereits auf dem Asus Nova Go, dem HP Envy X2, dem Lenovo Mi X 630 und dem Lenovo Yoga C630 lauffähig sind. Das sind also schon einige Geräte. Und das sind alles Geräte, die kommen mit Qualcomms Snapdragon 835 SoC daher, beziehungsweise dem 850er SoC. Also nicht, aber Qualcomm Snapdragon SoCs werden da benutzt. Also nicht ROG64 Chips oder Allwinner Chips oder was auch immer, sondern tatsächlich die Qualcomm Snapdragon Chips, die man ja auch in unseren Smartphones haben, Das sind allerdings Varianten, ich glaube auch der Snapdragon 850 oder der 855er sind ja spezielle Varianten, die extra für diese Laptops dann auch hergestellt worden sind oder beziehungsweise angepasst worden sind. Das heißt, da gibt es auch teilweise spezielle Varianten, die nur für Laptops gedacht sind und nicht so sehr für Smartphones gedacht sind. Das heißt, wahrscheinlich verbrauchen sie ein bisschen was mehr Strom, bieten dann aber ein bisschen was mehr Leistung und sind dafür optimierter eben für den Laptop-Gebrauch. Ja, es soll aktive Unterstützung durch die größere Community dann auch noch geben, dadurch, dass man das Projekt angestoßen hat, jetzt versucht Fedora dann eben neben der x86-Plattform auch so ein bisschen die ARM-Plattform zu pushen. Ich finde das eine gute Idee. Wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Leute und auch Hardwarehersteller, die mal zu den verschiedenen Chipsatzherstellern gehen, zu diesen verschiedenen ARM-SoC-Herstellern gehen und sagen, wir brauchen einen Standard, so dass ich dann einfach sagen kann, wie auf einem x86-PC, ich nehme eine Linux-Distribution auf einem USB-Stick und ich kann jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so Laptops habe ich jetzt hier oder Rechner, Computer habe ich jetzt stehen und ich kann mit diesem einen USB-Stick alle booten. Ohne Probleme. Ups. Da ist mir der USB-Stick aus der Hand gefallen, weil ich jetzt darüber reden möchte, wie es aussieht bei den Armboards oder sowas. Da habe ich eine Micro-SD-Karte beispielsweise jetzt mal in einen SD-Karten-Adapter reingepackt. Da steht jetzt Netrunner C1 drauf. Also das ist für den Odroid C1 ein Image. Und dieses kann ich tatsächlich nur auf dem Odroid C1 und vielleicht dem C1 Plus, der fast baugleich ist, glaube ich, etwas mehr Arbeitsspeicher und anderen Grafikchip drin hat, kann ich da benutzen. Ich kann das nicht in den ROG 64 reinpacken. Ich kann das nicht in den ROG 64 Pro reinpacken. Wenn ich ein ROG 64 Image auf einem SD-Karte, Micro-SD-Karte habe, kann ich das nicht in den ROG 64 Pro reinstecken. Es bootet einfach nicht. Und das ist ziemlich, ziemlich ärgerlich. Und das ist das Problem in der ARM-Welt. Das heißt, falls ich ein Image habe für das Asus Nova Go, kann ich dieses Image nicht für das HP Envy X2 benutzen. Und das muss sich ändern. Wenn ARM erfolgreich sein möchte in der Hinsicht, dass das auch tatsächlich x86 im Desktop-Bereich angreifen können soll, dann muss es halt eben so einen Standard geben, der einem so etwas ermöglicht. Das gilt halt nicht nur für Linux, sondern das gilt auch für Windows natürlich auch. Und Microsoft hat wahrscheinlich da gearbeitet, dass so eine Art Standard geschaffen wird. Microsoft hatte ja bereits schon ein bisschen was, dem muss man das Ganze zugute halten. Ich glaube, Microsoft waren die Einzigen, die das bei Smartphones auch gemacht haben, dass die da eine PCI-Schnittstelle verwendet haben zum Beispiel. Es gibt bei ARM auch eine PCI-Schnittstelle, die einem ermöglicht, beispielsweise zu sagen, okay, weil das ist der Pferdefuß zum großen Teil bei ARM, zu sagen, was ist denn jetzt die Hardware, die in dir drin steckt? Und der
PCI, die PCI-Bus-Schnittstelle sagt einem, was da für Hardware drinsteckt und gibt einem die Codes rüber. Und man kann dann dem Linux-Kernel sagen oder dem Windows-Kernel sagen, okay, das sind die Hardware-Dinger. Ah, okay, ich kenne die und die Hardware, dafür habe ich den und den Treiber an der Stelle, dann lade ich mal diesen Treiber. Und das hat Microsoft bei ihren Windows-Smartphones tatsächlich gemacht, zumindest bei einigen, soweit ich weiß. Und das hat dann auch natürlich die Entwicklung so ein bisschen erleichtert. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, weshalb es relativ einfach möglich ist, dann auch wirklich andere Betriebssysteme auch auf den Microsoft-Smartphones, nachdem man den Bootloader geknackt hat, natürlich dann lauffähig zu machen. Aber auf so einem Smartphone wie beispielsweise hier diesem Sony Xperia XR2, was ich gerade in der Hand habe, ist es nicht möglich. Dort wird dann so gearbeitet, dass gibt es da einen Linux-Kernel für, da gibt es vielleicht, man kann sagen, okay, wenn ich einen Linux-Kernel verwenden will für das XR2 Plus und XR2 Ultra, weil die alles im Grunde genommen die gleiche Hardware drin haben und ein paar Komponenten anders sind. Was die Hersteller dann machen, das kommt aus dem Embedded-Bereich, die legen dann so Listen an. Das heißt, da wird einfach ein Kernel kompiliert und dann wird eine Liste mit Liefer von Treibern, die für dieses Gerät speziell zuständig sind. Das heißt, was die Hersteller machen, das Gerät hat die Treiber, hat die und die, die Komponenten, also lad dann mit dem Kernel mitgeteilt die Sachen. Das heißt, anstatt dass man da so eine PCI-Bus-Schnittstelle hat, die einfach sagen kann, ey, was steckt für Hardware drin? Und dann wird die Hardware, wenn die PCI-Dinger zurückgeliefert, hat man hier einfach eine Liste und dann wird gesagt, das sind die Hardware, also lad die Treiber. Ist auch eine Möglichkeit, ist aber bei weitem nicht so elegant, ich finde. Zumindest auf dem Smartphone, auf Embedded-Geräten macht das Sinn, dann wird eben der Kernel kleiner, wenn man die Treiber und so weiter mitliefern muss und beim Kompilieren kann man die Liste direkt mitliefern und sagen, ja, das und das ist verbaut, also wird einfach nur das und das als Modul mitgeliefert und dann auch geladen. Und es spart natürlich ein bisschen Zeit, dass man sich fragen muss, was ist was hast du für Hardware drin? Aber das macht auf Smartphones vielleicht noch Sinn, weil man die Hardware dann nicht austauschen kann. Man kann Prozessor nicht tauschen, man kann die Grafikkarte nicht tauschen oder Soundkarte oder Soundchip. Aber auf einem Laptop oder auf einem Desktop-PC macht das einfach keinen Sinn, weil da kann man die Grafikkarte tauschen. Da kann man Ultrabooks immer weniger Grafikkarte nicht tauschen und Prozessoren kann man da auch nicht mehr allzu sehr tauschen, aber es gibt immer noch einige Laptops, wo man den Prozessor tauschen kann, wo man teilweise sogar Grafikkarte, also Grafikchip tauschen kann. Das ist noch weniger, glaube ich, die Teilmenge von wenig, noch weniger in dem Fall. Aber es gibt halt die Möglichkeiten, den Arbeitsspeicher auszutauschen, die SSD auszutauschen und so weiter und so fort. Und dafür, oder das WLAN-Chip auszutauschen. Es ist eine Selbstverständlichkeit bei einigen ThinkPads beispielsweise, dass man sowas machen kann. Und wenn es auf ARM-Notebooks genauso zugehen sollte wie auf normalen Desktop-Notebooks, dann muss man solche Features eben auch erlauben und dann macht so eine PCI-Schnittstelle ultra viel Sinn. So, das ist jetzt genug Ausflug in die ARM-Welt und mein kleiner Rant, was die ARM-Welt angeht. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln möchte, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, und was ich möchte, wäre natürlich dann auch, dass wir freie Treiber für die ganzen Geschichten bekommen. Qualcomm benutzt ja meistens dann auch die Adreno GPU als Grafikbeschleunigungschip. Und da macht es natürlich Sinn, dass man da eventuell auch einen freien Treiber für die Linux-Distribution nutzen kann. Und da wird dann auch der Adreno GPU Treiber FreeDreno unterstützt. Und das ist sicherlich auch eine super Geschichte. Red Hat 2 Daumen nach oben dafür, dass ihr da auch ein bisschen Kohle mit rein investiert und Support reinsteckt in die Geschichte. So, machen wir jetzt komplett einen anderen Schwenk, aber wir waren ja jetzt schon bei ARM und bleiben so ein bisschen bei ARM-Geräten, weil die meisten mit ARM-Chips ausgeliefert werden heutzutage, und die meisten Geräte, die mit ARM-Chips ausgeliefert werden heutzutage, sind tatsächlich Smartphones. Und wir kommen dann so ein bisschen zu einem Thema zurück, wo so Kamera-Smartphones gingen in dieser Woche bereits, hatte ich einen Techno-Lecker und Techno-Video gemacht, also glaube ich 30 Minuten oder sowas, habe ich Quatsch, oder fast 30 Minuten über Kamera-Smartphones, und worum ich denke, dass immer mehr die kleinen, kompakt-Kameras eventuell ablösen können und jetzt mit neuen Technologien wie Zoom-Geschichten, wenn es auch nur drei oder fünffach Zoom ist, und digital dann vielleicht zehnfach Zoom, man dann doch da diese kleinen, kompakt-Knipsen angreifen kann. Wer sich das anschauen möchte, unbedingt reingucken in mein Auf-YouTube, findet ihr den Blog natürlich auch. Wir bleiben bei Kamera-Smartphones und schauen uns eine ganz spezielle Geschichte von Samsung an. Samsung hatte ja bisher immer A-Serie und die J-Serie, das waren so Mittelklasse und Einstiegsklasse von Samsung Smartphones. Und sie haben jetzt gesagt, wir machen das alles irgendwie anders, wir machen nur noch eine A-Serie, die so verschmolzen
wissen wird aus der letzten A-Serie, die wir hatten, und der J-Serie, die wir hatten. Und verschmelzen das und machen dann anstatt A1, A8, A10 und so weiter, machen wir jetzt A80, A50 und A40 oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall eine neue A-Serie haben wir uns vorgestellt, die dann so eine Art mittlere bis unteres Segment bedienen soll, je nachdem, was für Nummer dahinter steht. Und jetzt hat man ein neues Mittelklasse-Modell vorgestellt, ein neues Mittelklasse-Spitzenmodell vorgestellt, das A80. Und das ist ein besonderes Smartphone, weil dieses Smartphone kommt nur noch mit rückwärtigen Kameramodulen daher. Es sind Dreifachkameras, das heißt drei Kameramodule auf der Rückseite. Ich glaube, es ist wieder Tele-Weitwinkel und Superweitwinkel. Und vielleicht noch ein Sensor dazwischen, ein Blitz natürlich. Jetzt fragen sich einige, wie kriege ich dann die Selfie-Kultur, die Selfie-Kultur rausgeschmissen? Nein, sie haben tatsächlich auf der Rückseite die Kameras verbaut, haben dann einen Flip-Mechanismus entwickelt. Ein Flip-Mechanismus, der mit einem Slider kombiniert worden ist. Ihr kennt ja die Slider-Mechanismen. Da hatte ich auch das Poreno erwähnt. Das hat so ein, wie hat man es jetzt genannt? Shark? Irgendwas? Also so eine Flosse vom Hai oder so. Haiflosse? Könnte man es zu Deutsch übersetzen. Also das klappt dann auf die Frontkamera. Und es gab halt Slider-Mechanismen, wo man tatsächlich das Display nach unten schiebt und dann hat man die vordere Kameras dann gesehen und dann konnte man Fotos machen. Jetzt hat man sich besonders gedacht, warum soll man einfach so viele Kameramodule einbauen? Wir haben schon drei auf der Rückseite. Die sind so gut, die sind so schön, die kann man natürlich sicherlich auch für Selfies benutzen, anstatt dann zu sagen, okay, wie das ein Hersteller gemacht hat, der hat einfach Displays auf zwei Seiten verbaut, sodass ich einfach umdrehen kann, wenn ich Selfie machen möchte, dann sehe ich mich selber mit einem kleineren Display, aber kann halt Selfies machen. Und sagen wir, das ist alles zu teuer, wir machen einfach einen Mechanismus, wir entwickeln einfach einen Mechanismus, der die Kamera einfach umdreht. Das ist nichts Neues, ich habe das schon mal gesehen, ich habe auch davon berichtet, da war es nur ein Kameramodul damals noch, aber da konnte man dieses Kameramodul, das war auf der Rückseite, das konnte man einfach umklappen, nach vorne, also man konnte das auf jeden Fall 180 Grad drehen. Man konnte sogar auch 90 Grad drehen, wer dann so Fotos machen wollte oder so. Man konnte also um 180 Grad drehen. Das war noch manuell, da musste man tatsächlich Hand anlegen, um das Modul zu drehen. War eine spannende Geschichte, hat sich nicht durchgesetzt, dann haben sie gedacht, wir machen das jetzt motorisiert alles komplett, zumindest teilweise motorisiert, und haben jetzt eben eine Art Flip-Mechanismus für dieses Kameramodul entwickelt. Das heißt in anderen Worten, es wird tatsächlich ein Slider-Mechanismus gehen, und wenn man das Ganze, während man das Ganze auf Slidet, gibt es einen Mechanismus, der dann die Kameramodule von hinten nach vorne dreht. Das heißt, die sitzen in einer Schale drin und können dann gedreht werden um 180 Grad. Die drehen dann automatisch in die Frontstellung, sodass man dann auch per Software sagen kann, okay, mach Selfie-Modus an. Noch nicht mal, mach Selfie-Modus an, sondern da wird einfach das Kameramodul gedreht. Das heißt, man muss irgendwie bei der Kamerasoftware was umstellen, dann kann man einfach das Ganze aufsliden, dann wird das Ganze eben in ein Selfie-System umgewandelt. Das ist eine nette Idee, und es gibt dazu auch ein Video, wer sich das mal anschauen möchte, wie das dann funktioniert. Wer mir nicht so ganz folgen kann und meinen Gesten hier nicht ganz folgen kann, wie ich ein Video gemacht habe. Der kann sich das Ganze anschauen, und ich kann mal versuchen, das wäre richtig geil. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze aussieht hier auf der Kamera. So sieht das Ganze aus, wenn man das dann benutzt. Das ist jetzt das Video, was da jetzt abläuft, man kann es einigermaßen sehen. Das heißt, da kann ich einfach ein Foto machen mit der hinteren Kamera oder ein Selfie machen, und dann dreht sich das Ganze nach vorne. Also das ist so das kleine Einführungsvideo, das so ein bisschen zeigt, wie das mit der Kamera funktioniert und diesem Flip-Gedönse. Ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen sehen auf der Kamera, weil ich es da gezeigt habe. Für alle, die nur Audio haben, müssen die jetzt ertragen. Auf jeden Fall, es flippt also tatsächlich rum. Und ja.
Das ist eine spannende Idee, würde ich sagen. Man kann dann die wirklich gut guten Kameras, die hinten verbaut sind, natürlich dann auch für Selfie-Aufnahmen oder für Videos oder sowas benutzen. Und es macht ordentlich Sinn, weil wenn ich sowas mache bei den meisten Kameras, ich habe jetzt beim Huawei P30, was ich jetzt zum Testen gerade habe, noch nicht mit der Frontkamera so. Ich habe noch nicht so einen Vlogging-Test gemacht mit der Frontkamera, weiß ich nicht, wie gut die Qualität ist. Aber ist klar, meistens ist es so, dass dann halt die hintere Kamera eine bessere Qualität hat. Und beim A80 hat man halt eben nur diese rotierende hintere Dreifachkamera und hat natürlich den großen Vorteil, wenn man Selfies machen möchte, der Porträtmodus, die Tiefen- und Schärfe im Hintergrund, der Bokeh-Effekt, der funktioniert natürlich viel besser mit den hinteren Kameramodulen. Ja, was kann man noch zu dem Smartphone sagen? Es ist ein 6,7 Zoll großes Gerät, also schon relativ groß, hat dafür aber kaum Display. Render muss halt eben auch keine Notch unterbringen, um Kamera oder Sensoren da irgendwie unterbringen zu müssen. Es gibt eine Gesichtserkennung, die dann also das Teil aufschieben und dann tatsächlich flippt das Ganze um, erkennt das Gesicht, flippt dann wieder zusammen, um dann die Entsperrung durchzuführen. Ob das so der bessere Mechanismus ist, weiß ich nicht. 6,7 Zoll ist relativ groß, hat aber dann nur Auflösung von 1080p gestreckt, also 2400x1080p in dem Fall. Kommt mit, und das ist das Gute an der Geschichte, mit einem relativ ordentlichen Kamera-Array daher, das heißt aus einem 48-Megapixel-Sensor bestehenden Weitwinkelobjektiv, mit einem 8-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkel, wer das machen möchte, einem Time-of-Flight-Kameramodul und also für die Entfernungsmessung zuständig. Und ein Teleobjektiv hat dieses A80 leider nicht. Das heißt, reinzoomen kann man damit leider nicht. Ist also tatsächlich für Selfie-Leute eher gedacht. Und also das dritte Kameramodul ist im Grunde genommen Time-of-Flight. Im Inneren arbeitet ein 8-Kern-Prozessor von Samsung mit 2,2 GHz. Dann wird es noch eine Variante geben, die etwas kleiner ausgestattet daherkommt und keine rotierende Kamera hat. Und zwar ist das das A40, das kommt mit 5,9 Zoll, großes OLED-Display, ja klar, das andere ist auch ein OLED-Display, hat dann aber auch eine tropfenförmige Notch und einen 25-Megapixel-Sensor. Also auch für Selfies relativ gut geeignet, würde ich mal sagen. Aber hat halt eben nicht diesen speziellen Effekt. Es gibt dann noch das kleinste Modell, das A20i. Das hat dann kein OLED-Display mehr, hat nur 5,8 Zoll, ist ein TFT-Display und ist also deutlich näher an so einem Einsteigermodell dann angeordnet. Dann gibt es noch das A70, das A50, das A10. Die Modelle, die einfach irgendwie so dazwischen sind, von der ganzen Geschichte, das A80, das spannendere Modell aus meiner Sicht wird im Mai 2019 dann erscheinen und dann wird es dazu auch sicherlich die Preise dafür geben. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und wir haben ja bereits gesehen, dass Samsung in der A-Serie doch schon mal experimentiert hat. Ich glaube, das war die erste Vierfachkamera, die sie dort zum Beispiel eingebaut haben und später kam das dann auch in die Galaxy-Serie rein. Teilweise die Erfahrung, die man damit gemacht hat. Dann könnte das ziemlich interessant sein. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall fand ich das Thema spannend. Könnt ihr das auch nochmal anschauen. Wird natürlich verlinkt. Machen wir weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, lange war es ruhig geworden um Julian Assange und damit kommen wir zum netzpolitischen Thema in dieser Woche, also Netzpolitik der Woche. Julian Assange, der sich ja vor ein paar Jahren, ich glaube sieben Jahre, ist es mittlerweile sogar schon hier in der ecuadorianischen Botschaft versteckt hat, weil ihm ungemach drohte. Er hatte eine Strafanzeige von Schweden über eine angebliche Vergewaltigung und sexuelle Belästigung. Und London wollte oder England wollte ihn dann festnehmen und eventuell nach Schweden ausliefern für den Prozess. Aber er hatte Angst, dass er vielleicht von Schweden, dass das ein Schauprozess ist und dass er dann vielleicht von Schweden ausgeliefert wird an die USA, wo ihm dann halt eben eventuell sogar Folter oder sogar eine Anklage mit eben mit Ausgang Todesstrafe eventuell
Das hat er befürchtet gehabt und deshalb hat er sich dann nach einer kurzen Zeit, wo er sich auch immer gemeldet hat bei der Londoner Polizei, hat er sich dann abgesetzt und hat Asylantrag in Ecuador beantragt und sich dann in der ecuadorianischen Botschaft aufgehalten. Sieben Jahre lang hat er sich dort aufgehalten. Es gab dann aber das letzte Thema, was ich zu ihm angesprochen hatte, war, dass er sich so mit der ecuadorianischen Botschaft nicht so sehr befreundet hat, beziehungsweise da Streit aufgetreten ist und man schon so, ich glaube, zwei Jahre schon her, dann Probleme mit ihm hatte. Zum einen natürlich wegen dem langen Aufenthalt, was natürlich für so eine Botschaft, ist kein Hotel, ist eigentlich dafür nicht gemacht. Problem ist, das andere war, dass er da auch ein bisschen was rumgetweetet hat und Dokumente verschickt haben soll, die geheim gehalten werden sollten und so weiter und so fort. Das heißt, er hat das, was für WikiLeaks bekannt ist, dann in der ecuadorianischen Botschaft dann mit seinen Gastgebern gemacht und da Geheimnisse ausgeplaudert. Das fand er nicht so gut und vor allen Dingen dann natürlich, sicherlich hat das fast ans Überlaufen gebracht, dass er dann auch irgendwann mal, oder WikiLeaks dann auch irgendwann mal, und wahrscheinlich, weil er in der ecuadorianischen Botschaft ist, dann wahrscheinlich ich selber auch als Whistleblower ein bisschen Daten weitervermittelt hat, dann auch gegen den Präsident aus Ecuador so ein bisschen den so ein bisschen provoziert hat, halt auch mit Dokumenten, die gekriegt worden sind über seinen Führungsstil und seine Machenschaften. Und das hat halt jetzt dazu geführt, dass Ecuador zusammen mit England geredet hat, Bedingungen für eine Festnahme von Julian Assange oder eine Übergabe von Julian Assange verhandelt hat und ist jetzt dazu gekommen. Am Donnerstag ist es dazu gekommen, dort wurde er von britischen Polizisten in der ecuadorianischen Botschaft festgenommen, weil Ecuador ihm das Asylrecht entzogen hat und nicht das Asylrecht entzogen hat, sondern die Aufnahme des Asyl haben sie dem entzogen. Ganz einfach. Das politische Asyl wurde dem entzogen und so wurde Julian Assange dann festgenommen. Man hat ihn rausgetragen und er sah auch schon irgendwie so ein bisschen alt aus, muss ich ehrlich sagen, mit einem richtigen Weihnachtsmann-Rauschebart. Und sieben Jahre in so einer kleinen Botschaft festgehalten, da ist psychisch sicherlich eine Belastung und die zeigt sich dann auch irgendwann mal äußerlich, würde ich mal behaupten. Der WikiLeaks-Gründer wurde also festgenommen, ist jetzt in Polizeigewahrsam in London. Und dort wird eben vor allen Dingen wegen ihm ermittelt und er ist, glaube ich, jetzt auch in Haft, weil er gegen die Kautionsauflagen verstoßen hat. Er war ja, bevor er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, auf Kaution und sollte sich jederzeit, einmal in der Woche oder einmal im Monat oder sowas, musste er sich auf einer Polizeistation melden. Das waren die Kautionsbedingungen und diesen hat er sich eben entzogen, dadurch, dass er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist. Und das wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht und das führt jetzt dazu, dass er festgenommen wird. Schweden hatte das Verfahren eingestellt gegen ihn wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Es geht dabei um zwei Frauen, die ihn angezeigt haben sollen wegen Vergewaltigung oder sexueller Belästigung. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon rauf und runter beschrieben. Was Vergewaltigung in Schweden heißen kann, eventuell, und was es eventuell nicht so ist, das ist ja jetzt immer noch ein schwerer Vorwurf, aber wer sich dafür interessiert, der sollte in einer der, also der, glaube ich, vor zwei Jahren erschienenen Deckel-Podcast-Folgen mal reinhören, oder auf YouTube gibt es sicherlich auch einige Dokumentationen, die das Ganze nochmal ein bisschen aufklären. Das will ich jetzt nicht alles nochmal erläutern wollen. Aber er wurde jetzt tatsächlich auch eben festgesetzt und jetzt gibt es sogar Bemühungen, das Verfahren wieder aufnehmen lassen zu wollen, nochmal eine Klage zu starten, um ihn dann wirklich nach Schweden zu holen und dann einen Gerichtsprozess auszusetzen. Ist die Frage, was wie wird London sich, oder wie wird sich England ganz allgemein, oder das britische Königreich verhalten, was eventuell eine Auslieferung der USA angeht, wo er natürlich dann eben wegen Geheimnisverrats an Anklagepunkt eventuell angeklagt werden könnte. Es ist alles momentan auch so ein bisschen schwammig, weil die USA selber wohl nicht damit gerechnet hat, dass er jetzt wirklich festgenommen wird, Julian Assange. Das heißt, die hatten nicht in der Schublade irgendwie schon mal Anklage gegen ihn und müssen sich jetzt irgendwas aus dem Ärmel ziehen. Und da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob er eventuell sogar in den USA ausgeliefert wird.
Und wir müssen mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt wird. Der ecuadorianische Präsident hat sich auch nochmal geäußert im Fernsehen dazu, weil es halt eben auch Herr Moreno, der da an der Macht ist, weil es halt eben auch eine sehr politische Geschichte ist, sondern natürlich Ecuador ansonsten nicht so sehr in den Medien vorhanden ist, aber er hat sich geäußert und hat dann die Gründe für den Entzug des Asyls dann auch ganz klar nochmal deutlich gemacht, und das war halt eben einfach unmögliches Verhalten von Julian Assange gegenüber seinem Asylgeber Ecuador. Und das Fass war irgendwann mal voll. Inwiefern das eventuell auch damit zu tun hat, dass Wikileaks eben auch ecuadorianische geheime Dokumente veröffentlicht hat, das bleibt jedem selber überlassen, das mal zu sehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein psychisch angeknackster Julian Assange, der ja sowieso eine, sagen wir mal, exzentrische Person Persönlichkeit ist, dass er in so einer psychisch angeknacksten Situation in einem kleinen Raum in der ecuadorianischen Botschaft für sieben Jahre gefangen dann auch irgendwann mal austickt und ausrastet und das halt irgendwann mal das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es bleibt jetzt bisher unklar, ob die USA überhaupt eine Anklage gegen Julian Assange aufgeben kann. Und aufnehmen wird, aber wir werden sehen. Interessanterweise hat sich der berühmte amerikanische Präsident Donald Trump dazu wenig geäußert und gesagt, das wird einfach dem Justizminister überlassen, wie das Ganze aussieht. Es gibt ja auch Verstrickungen gegeben von einigen Trump-nahen Wahlhelfern, 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 Familienmitgliedern, eben WikiLeaks und Julian Assange konkret, die dann dazu geführt haben, dass zum Beispiel so ein bisschen Wahlbeeinflussung stattgefunden hat, dadurch, dass bestimmte Leaks von WikiLeaks veröffentlicht worden sind, was zum Beispiel Hillary Clinton-E-Mails angeht und so weiter und so fort, die natürlich dann so ein bisschen als Wahlmanipulation oder Wahlbeeinflussung durchaus zu verstehen sein könnten. Ihr könnt euch das ganze Video anschauen, wo man sieht, wie Julian Assange aus der Botschaft getragen wird von, ich glaube, vier Leuten, die ihn wirklich tragen, und etwas einen verwirrten Eindruck macht. Auf den späteren Bildern sieht man vor allen Dingen, dass er auch wirklich, also ein bisschen rauschebart, wirkt halt ziemlich alt, dadurch angeschlagen. Inwiefern wahrscheinlich auch halt auch gesundheitlich eventuell einschränken, mit sich gebracht hat, weiß ich nicht. Aber durchaus so, dass es wahrscheinlich auch hätte keine Lösung geben können für Julian Assange, anders als jetzt irgendwann mal aus dem ecuadorianischen Botschaft auch rausgehen wollen, also auch eigenständig rausgehen zu wollen, weil, könnt euch vorstellen, das ist ja dann fast, wenn man in so einem kleinen Gebäude festgehalten wird oder dort eben leben muss für sieben Jahre, ist das ja schon so eine Art Gefängnis. Man kann sich nicht frei bewegen, man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen und was einkaufen gehen, man kann nicht einfach mal irgendwo, was weiß ich, mal entspannen in den Park reingehen, sondern ist in einem Gebäude gefangen. Und das hat schon gefängnisähnliche Zustände, will ich sagen. Selbst Gefängnisleute, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Hinterhof haben, wo dann eventuell rausgehen hätte können, bin ich mir noch nicht mal sicher. Das heißt, das ist schon... Ihr könnt euch selber eine Meinung dazu bilden und mir sagen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Machen wir mal weiter, ich will nicht allzu lange das Ganze aufhalten. Ich habe schon wieder fast eine Stunde verquatscht. Kommen wir zur Pfeife der Woche, das ist Österreich geworden, denn Österreich will ein sogenanntes digitales Vermummungsverbot einführen. Das heißt, in Wien hat man jetzt beschlossen, dass man die Hinterlegung einer Handynummer im Internet machen muss, wenn man auf einem Kommentarfeld irgendwas eingeben möchte, oder wenn man in einem Forum eine Meinung äußern möchte, muss man sich vorher mit einer Handynummer irgendwo anmelden und registrieren, damit eben keine anonyme Meinungsäußerung mehr möglich sein soll. Das hat Österreich regelmäßig offenbar sich zum Ziel gesetzt, so dass man halt eben in sozialen Netzwerken oder Internetforen Beiträge nur noch verfassen kann, wenn man halt eben seine Handynummer zumindest hinterlegt hat, so dass man also nicht mehr irgendwie was im Netz hineinschreiben kann, sondern immer wieder erkannt werden kann. Ein digitales Vermummungsverbot, also das heißt, ihr müsst euch nackt machen im Internet, das heißt,
falls ihr eine Meinung habt, die vielleicht ein bisschen was kontrovers ist, dann müsst ihr zu der Meinung auch stehen mit eurem Namen. Könnt die Meinung nicht einfach rausposaunen. Inwiefern sich das dann auch auf soziale Netzwerke in die Kurznachrichtendienste beziehen wird. Eine Stunde ist vorbei. Hört das jetzt auf zu piepsen oder nicht? Piepst im Hintergrund für die Leute, die es nicht hören. So, ich habe es jetzt beendet. Hat jetzt aufgehört zu piepsen. So, also ich habe jetzt eine Stunde schon verquatscht. Ich habe vergessen, dass ich einen Timer eingerichtet habe für was anderes. Also, das Problem an der Geschichte ist, Österreich will quasi die Anonymität im Internet abschaffen, zumindest in Österreich. Was ich irgendwie interessant finde. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht, wenn ich versuche, als Deutscher dann auf einer österreichischen Kommentarplattform was zu posten, muss ich wahrscheinlich auch eine Telefonnummer angeben. Es ist natürlich die Frage, kann ich da eine echte Telefonnummer, muss ich da eine echte Telefonnummer angeben, inwiefern wird das dann überprüft? Oder kann ich da einfach 1234567 eingeben? Und wie sieht das mit Kurznachrichtendiensten aus, wie Twitter? Kann ich da mit dem Pseudonym einfach was twittern? Oder? Also da gehen ja auch einige große Komiker verloren, die dann einfach The Real Donald Trump oder den Donald Trump irgendwie versucht haben nachzumachen. Und wie sieht es dann aus mit Zeitungsverlagen und so weiter und so fort, die eventuell auch twittern oder Kommentare schreiben wollen? Also Shitstorms und Hasspostings sollen damit beseitigt werden und das ist natürlich irgendwie alles Grütze. Also auf die Idee zu kommen, ist also hier vollkommen unverständlich. Und ich habe die Angst, die ganz große Angst, dass jetzt einer, gerade Österreich-Bayern sind ja nicht so weit entfernt, dass einer von der CSU mit der genauen Schnapsidee jetzt auch nach Deutschland kommt und das dann auch umsetzen wird. Und ich kenne ja unseren Pappenheimer in Berlin, da wird keiner was dagegen haben. Das ist doch alles Kokolores. Also Österreich selber, man kann da also nicht mehr frei posten. Wird übrigens jetzt beschlossen am Mittwoch, glaube ich. Wird das Ganze abgesägt. Abgesegnet, leider. Und ja, wir werden mal sehen. Die Regierung ÖVP und FPÖ hat dieses Ziel, den Umgang im Netz respektvoller zu gestalten, dann formuliert. Und das ist anscheinend eines der Mittel, das die machen wollen. Und das ist natürlich einfach schon, Also ich weiß, ich bin echt sprachlos, muss ich tatsächlich sagen, zu der ganzen Geschichte. Das heißt, es ist fast genauso gut wie diese Schnapsidee von einem, der meint, wir müssen Tor und Darknet verbieten, weil wir haben doch hier Demokratie. Wir brauchen doch nicht freie Meinungsäußerung. Wir brauchen doch nicht anonyme Meinungsäußerung. Wir haben hier Demokratie, jeder darf seine Meinung sagen, muss aber mit seinem Namen dahinter stehen. Keine gute Idee. Gerade wenn die Meinung nicht sehr populär ist, kennt man ja den Hass im Internet, der schon vorherrscht. Und wenn man da jetzt nicht nur eine unpopuläre Meinung in einem Forum äußert, beispielsweise in einem Forum voller Nazis, die sich damit irgendwie austauschen, dass irgendwie Leute köpfen wollen oder so. Und man dann eine unpopuläre Meinung reinpostet und mit seinem Klarnamen und eventuell noch seine Adresse oder seine Handynummer. Ja, wer will denn sowas machen? Dann wird kein Kontra geboten. Das ist ganz klar. Wenn man das anonym machen kann und dass viele Leute dann noch machen, dann ist das was anderes. Aber wenn man da seinen Namen posten muss, seine Handynummer posten muss, eventuell dann seine Adresse relativ einfach rausgefunden werden kann, dann kriegt man es doch mit der Angst zu tun. Dann kommen die ganzen Idioten dann auf einen selber zu. Das möchte man natürlich nicht machen. Genauso gibt es natürlich auch andersrum Leute, die komplett obskure Ideen haben, Reichsbürger beispielsweise, und die dann. Wobei, glaube ich, bei denen stehen sogar die Namen dahinter, was sie da sagen. Aber andere Idioten, die dann einfach ganz obskure Ideen haben und dann einfach die einfach aufschreiben und einfach nur Hass verbreiten wollen und den dann einfach aufschreiben und blind, voller blinder Wut und Zorn auf die Tastatur hacken. Und also gerade noch so viel Eigenmotorik haben, dass sie da ein paar Sätze raushauen können, aber manchmal ist es so, dass sie so wütend sind, dass nicht mal klare Worte und Sätze rausfallen, sondern einfach nur Hass rauskommt. Und da macht es natürlich Sinn, aber da gibt es ja jetzt bereits Möglichkeiten, solchen Hass rauszufiltern. Und wenn Leute eben so wütend sind, ist halt die Frage, schreckt es sie ab? Dass sie da ihre Nummer angeben müssen, ihre Telefonnummer, sodass man dann auf ihren realen Namen irgendwie zurück das Ganze führen kann.
wage ich mal zu bezweifeln, wenn man sich überlegt, was teilweise an Hasskommentaren in sozialen Netzwerken abgeht, wo Leute nicht anonym diese Hasskommentare hinterlassen, sondern mit ihrem vollen Namen. Und wenn man dann auf das Profil klickt, kriegt man sogar die Anschrift. Es gibt ja nichts zu ungut oder es gibt ja auch nichts zur Verwunderung dann auch einige Videos, wo dann Politiker, die solche Hass-E-Mails bekommen haben oder Hass-Nachrichten und Botschaften bekommen haben auf sozialen Netzwerken, dann, weil eben die Namen dort klar draufstehen und die Adresse eventuell auch stehen, die dann mal an der Haustür klingeln und mit den Leuten reden wollen. Das gibt's ja, das ist ja kein Phänomen, was irgendwie komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern das gibt's ja tatsächlich, weil eben die Leute das heutzutage immer noch so machen. Diese Klarnamenpflicht oder in dem Fall eine Handynummer zu hinterlegen, schützt nicht davor, dass Leute einfach Hass im Internet verbreiten. Das ist ein Irrglaube. Und das Einzige, was eben das hier macht, dieses Gesetz, ist das Internet ein bisschen unfreier. Und anonyme Meinungsäußerung ist ein hohes Gut auch in einer Demokratie. Und wenn wir das abschaffen, in einem Teilbereich, wie beispielsweise dem Internet, dann ist das, keine gute Grundlage für das Weiterexistieren der Demokratie. Und es wird ja immer davon geredet, im Internet müssen die gleichen Gesetze gelten wie im realen Leben. Wobei ich das reale Leben mit dem Internet nicht ganz immer unbedingt trennen wollen würde, weil ja reale Personen sich im Internet austauschen und Daten und kommunizieren und dann nicht nur irgendwelche Fake-Geschichten oder Bots miteinander reden und quatschen. Wobei, ja gut, einige dieser Dating-Apps werden wahrscheinlich Bots haben, die miteinander quatschen, aber das meiste, was dort im Internet getauscht wird, wird ja von realen Leuten erzeugt. Also, deshalb würde ich sagen, das Internet ist schon Teil der realen Welt. Nicht einer virtuellen oder nicht realen Welt. Es ist aber nur eine andere Welt, es ist eine globale Welt, es ist eine vernetzte Welt. Und natürlich sind da andere, nicht Regeln, sondern andere Gepflogenheiten durchaus zu finden als in der, was weiß ich, in Buxtehude oder sowas. Da geht man natürlich ganz anders um mit Leuten eventuell als im Internet, wo man natürlich auch anonym seine Meinung äußern kann und dann eventuell mal einen raushaut, weil man nicht genau weiß, wo der andere war. Das ist ja nicht der Nachbar unter mir, der dann am nächsten Tag zu mir hochläuft und sagt, was hast du denn da gerade gesagt? Weil das zeigt ja auch dieses Politiker-Experiment, will ich mal sagen, wo die Politiker tatsächlich diesen Hass in den sozialen Netzwerken von Leuten bekommen haben. Und wenn sie dann an der Tür geklingelt haben und mit denen dann geredet haben, die Hasskommentare reingepostet haben, dann waren die Leute natürlich auch ganz anders. Und das ist halt eben auch ein wichtiger zentraler Punkt. Ich würde nicht sagen, das ist eine virtuelle Welt und es ist einfach nur eine Verhaltensgeschichte. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie wir Menschen ticken. Wir verhalten uns also, wenn wir damit rechnen können, dass der andere ganz, ganz weit weg ist und von dem so irgendwie so eins mitgeben möchte, dann kann man das auch ordentlich machen, als wenn man halt eben den Nachbarn einen drauf gibt. Also das ist schon ein richtiger großer Unterschied aus meiner Sicht. Nun ja. Trotzdem soll es eben, muss es eben die Möglichkeit geben, der anonymen Meinungsäußerung für bestimmte Bereiche. Es ist ein hohes Gut, dass wir auch anonym einfach sagen können, wo meine Werte sind, wozu ich dann eine Meinung habe. Und es gibt ja auch nicht zu Unrecht die anonyme Wahl, die wir haben. Wo ich dann nicht sagen muss, ich stehe mit meinem Namen hinter dieser Wahl, die ich gemacht habe, sondern sagen kann, das ist geheim. Und warum darf das im Internet nicht auch geheim sein? Es ist was anderes, wenn es um Straftaten geht. Dann muss es natürlich Aufklärung geben und dann sollte die Polizei auch in der Lage sein, Aufklärung zu betreiben, also wenn es tatsächlich um Morddrohungen oder so etwas geht. Das gibt es aber im realen Leben auch. Und im realen Leben kann ich auch anonym irgendjemanden anrufen und dort eine Morddrohung loslassen. Ist natürlich etwas persönlicher, als einfach im Internet reinzuschreiben. Das gebe ich zu. Aber trotzdem gibt es dort die Möglichkeit auch. Das heißt, wenn man davon redet, das Internet muss genauso funktionieren wie in der realen Welt, dann kann man nicht einfach sagen, okay, wir machen das Internet jetzt aber komplett anders. Das heißt, wir schaffen die Anonymität im Internet ab, die es in der realen Welt ja geben soll. Oder gibt.
Ist ja auch ein bisschen auch immer mehr zerfällt. Wenn ich überlege, wir werden da überwacht, da überwacht, da überwacht. Wenn man Leute besucht, teilweise gibt es ja schon Überwachungsspionage-Software in den Häusern, in Form von den ganzen Smart Assistant-Lautsprechern, die da rumstehen und dann von Leuten ausgewertet werden, wo dann die Gespräche teilweise mithören, weil Leute werden natürlich so, die sind natürlich nicht so, dass sie so lange schalten das Mikrofon aus, was ja ein Feature und eine Funktion ist, die man durchaus machen kann bei den Geräten, wo Leute das auch getestet haben, das funktioniert. Man kann das Mikrofon ausschalten, dann wird nicht mehr gelauscht, aber das machen die Leute einfach nicht. Aus Bequemlichkeit natürlich auch. Also solche Wanzen, also dann aber auch im öffentlichen Bereich, wie viele Kameras da teilweise aufgestellt sind in den verschiedenen öffentlichen Bereichen, im Bahnhof oder wo man halt rumläuft, teilweise in Parks, wo Kameras aufgestellt sind und Leute beobachten können. Also die Anonymität verschwindet auch immer so ein bisschen mehr aus unserer realen Welt. Aber sie jetzt komplett abzuschaffen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Nun ja. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir natürlich alles ruhig reinschreiben. Und falls ihr Österreicher seid, also gegen das Gesetz vorgehen wollt, falls ihr das hier das vorhabt zu machen, könnt ihr mir auch alles auch im Kommentarbereich reinschreiben. Würde mich mal sehr stark interessieren. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Thema für diese Woche, nämlich dem Selfish der Woche. Und dort geht es um Advanced Camera. Das ist das neue Kamera-Softwarechen, das Pix geschrieben hat. Einer der etwas bekannteren Entwickler für Selfish OS. Und der hat sich sehr viel Arbeit gemacht, um eine Kamera-App zu schreiben, die für Selfish OS 3.02 gedacht ist, vor allen Dingen ab Selfish OS 3.02 gedacht ist, weil dort sind dann auch, es hat vor allen Dingen auch mit Yoda zusammengearbeitet, um die Multimedia-Funktion so zu erweitern, dass man halt auf erweiterte Kamerafunktionen zugreifen kann. Direkt dazu zählen dann halt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sagen kann, ich kann jetzt den Weißabgleich manuell einstellen, ich kann das ISO manuell einstellen. Ich kann den Fokusmodus manuell auswählen, die Auflösung manuell auswählen, aber auch Effekte, bestimmte Effekte durchführen und machen. Und unter anderem gibt es dort in dieser Kamera den coolen Effekt, dass man auch HDR einschalten kann. Eine Funktion, die ich ja bei der normalen Selfish OS Kamera ein bisschen vermisse, dass man da HDR nicht benutzen kann. Und das macht schon große Unterschiede. Ich habe ja einige der Fotos, die ich eventuell auch gezeigt habe hier, zur EU-Urheberrechtsdemo, die in Köln stattgefunden hat, noch bevor die Abstimmung in der EU stattgefunden hat. Dort habe ich auch, glaube ich, fleißig auf Twitter oder so gepostet. Die Bilder, die ich dort gemacht habe, wurden alle mit dieser App gemacht, weil diese App halt eben diesen HDR-Modus hat und nicht immer ich irgendwie das mit dem Weißabgleich richtig hinbekommen habe oder drauf tippen konnte auf den Bereich, wo ich halt eben den Weißabgleich zumachen wollte. Und dann hat es eben geschafft, einen strahlend blauen Himmel hinzukriegen. Gleichzeitig ist aber dann auch nicht der Vordergrund unscharf oder undunkel. Undunkel ist auch ein geiles Wort. Also ist da nicht zu dunkel geworden, das wollte ich eigentlich sagen. Es gibt auch viele andere Modi, wie beispielsweise die Möglichkeit einer automatischen Szenenerfassung. Und dann gibt es halt die Möglichkeit Porträt, Nachtmodus, Hintergrundleuchten, also gerade wenn die Sonne anstrahlt oder man ein Porträt machen möchte von einem Fenster von einer Person aus dem Innern heraus, kann man halt eben diese verschiedenen Szenen auswählen. Die werden auch automatisch erkannt, wenn man das machen möchte. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten für den Fokusmodus. Da gibt es halt eben den automatischen Fokusmodus, den kontinuierlichen Fokusmodus, den unendlichen Fokusmodus, den Hyperfokusmodus, den manuellen oder auch den Makrofokusmodus. Und das finde ich eine richtig geile Idee, dass man das alles einstellen kann. Das Tolle an der Geschichte ist, dass diese App auf allen Smartphones im Grunde genommen lauffähig ist. Auch selbst bis zum Yola 1 lauffähig ist. Selbst mit dem Yola 1 könnte man HDR-Fotos machen. Erwartet keine großen Wunder, aber gerade beim Sony Xperia XR2 ist das doch durchaus eine richtig gelungene Kamera-App. Das kann ich euch durchaus sagen. Lasst Sie mich mir mal hier öffnen für die Leute, die das Video anschauen. Die werden das jetzt hier sehen können. So sieht die Kamera-App aus. Ist im Grunde genommen also auch eine ganz normale Kamera-App. Es gibt hier ein paar Optionen, die man anklicken kann, wo eben dann Effekte durchaus ausgewählt werden können, wie Graustufen, Negativ, Solarisieren, Sepia, Posterisieren, Whiteboard, Blackboard oder Aqua. Also hat man einige Effekte, die man durchaus durchführen kann. Und der Aqua-Modus macht dann alles irgendwie so ein bisschen bläulich, beispielsweise. Das ist halt eine richtig geile Sache. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, die Szenen auszuwählen und die sind standardmäßig ausgeschaltet, aber da kann man zum Beispiel auch einen Nachtmodus sagen. Wenn man Nachtmodus ist, dann kann man tatsächlich in dunkleren Situationen auch Fotos machen. Und falls ich hier fokussieren
könnte ich euch das zeigen. Und dann kann man halt auf jeden Fall auch Fotos machen. Das ist jetzt kein Nachtmodus, wie man den vielleicht von anderen Smartphones erkennt. Aber wenn man Sterne aufnehmen möchte oder sowas und nicht allzu lange Belichtungszeiten haben möchte, kann man das alles hier machen. Das ist also auch schon wirklich eine richtig gute Geschichte, wie ich finde. Bei mir klappt jetzt der Fokusmodus nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Aber in der Theorie sollte das Ganze auch wunderbar klappen. Auf dem Xperia XH2. Es gibt auch die Möglichkeit, sofort die Auflösung zu wechseln und also in die Einstellung reinzugehen. Es ist insgesamt eine deutlich bessere Kamera-App als das, was Jolla standardmäßig ausliefert. Also die Jolla Standard-Knipse, die ihr so kennt, das ist so eine Knipse, wo ich sagen würde, ja, das ist einfach zum Starten und einen Auslöser drücken und dann hoffen, dass das alles scharf ist und alles gut ist. Man kann vielleicht noch den Fokuspunkt verschieben und den Weißabgleich auf einen bestimmten Fokuspunkt setzen. Das war es dann aber auch schon. Wenn ihr aber jetzt eine erweiterte Kamera-App haben möchtet, mit verschiedenen Szenenmodus, auch dem HDR-Modus standardmäßig aktiviert, dann schaut euch die Advanced Kamera-App an. Die bietet all diese Funktionen und das ist auf jeden Fall das, was ich empfehlen würde für die Leute. Einige machen, ich habe es jetzt zu meiner Standard-App gemacht auf dem XH2, damit mache ich jetzt meistens meine Fotos, weil es einfach besser funktioniert. Weil jetzt hier gerade Fokussieren nicht funktioniert hat. Aber das kriege ich auch schon hin, neue Version installieren. Es wird auch relativ regelmäßig aktualisiert. Das Ganze gibt es nicht nur für das XH2, sondern auch für das Sony Xperia X. Macht dort auch die Bilder etwas besser. Für das Jolla C glaube ich auch und für das Jolla 1 ebenfalls. Und deshalb kann ich euch das durchaus ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Es gibt keine Version für das Tablet. Das Tablet hat auch, macht auch keinen Sinn, wenn es einfach eine Frontkamera, das Tablet hat eine rückwärtige Kamera, hat vielleicht auch eine rückwärtige Kamera, aber macht einfach keinen Sinn. Tablet-Kameras kennt ihr ja. Da macht es einfach keinen Sinn, die sind immer schlecht. Da kann man nicht großartig was verbessern. So, jetzt habe ich lange genug gequatscht, kommen wir zum Ende. Das war's für diese Tech-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch Kommentare einfach unten hinterlassen und könnt mir dann einfach reinschreiben, was ihr von dieser Sendung haltet, was ihr auch von diesem Videoformat haltet, ob ich das in Zukunft weiter so machen soll. Ich habe jetzt ein bisschen die Kameraperspektive geändert oder mehr in die Videokamera reinschaue, was ich wahrscheinlich nicht gemacht habe, aber naja, das könnt ihr halt eben auch so machen. Und ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß daran und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen! Hör auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Ja, wieder eine Tech4 Podcast-Folge überstanden. Eine Stunde 15, Mann, die werden immer länger. Habe ich schon gezeigt, wie der Post-Production-Kram funktioniert. Also da wird einfach nur das Skript laufen gelassen über die Wave-Datei, die ich gerade aufgenommen habe, und dann wird alles automatisch generiert und hochgeladen, und beim Video muss ich einfach nur das Ganze reinschneiden, dann läuft das Ganze auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.